Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Watch. Heute schauen wir uns mal wieder einen anderen Trailer an oder halt einen sehr neuen Trailer, na gut, neuen Trailer nicht. Einen Trailer, der nicht so ganz bekannt ist von Tom Clancy's The Division. Nicht so bekannt ist? Also ich glaube, der Ja, ist es jetzt schon gab, bekannt, oder? nee, es gab im ersten Trailer, da war, also im ersten Gameplay-Trailer, da war 10 Minuten, der war sehr bekannt. Der haben viele geguckt und das ist halt einer von der E3. Okay. Und den gucken wir uns mal an. Ein Spiel, auf das wir uns alle beide sehr Oh freuen. ja, Baby. Gut. Okay. Zack. So, ich starte mal. Division. Ja, ist ein Online-Open-World-Rollenspiel. Shooter, Shooter, RPG. RPG und. Hat eine besondere Snowdrop Engine und diese Snowdrop Engine wird in Schweden, im schönen Malmö, ich war schon mal da, schön, im schönen Malmö, hergestellt. Und die hat eine besondere Eigenschaft und zwar, wie soll ich sagen, jede Kugel wird dort einzeln berechnet, wie die, wie soll ich sagen, in Fässer eintrifft oder wie in Farbdosen, was wir nachher sehen. Und ja, und noch jedes, wie soll ich sagen, man sieht halt jetzt hier, es ist sehr viel Zeug liegt hier rum und das wird alles von dieser Engine berechnet. Und man kann wohl laut dem auf alles schießen und alles bewegt sich. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil. Und es sieht halt auch wunderhübsch aus, das Spiel. Ja. Genau, wir werden uns das für PC holen, wollten Wir wir werden uns das für PC holen, weil wir das? sind Okay. keine Gamepad-Shooter-Leute. Ja, und spielt in New York City. Und es soll, wie soll ich sagen, es ist ein Virus ausgebrochen, aber der Virus rafft halt die Leute dahin und ja, man soll halt irgendwie das so ein bisschen klären, wo der herkommt und was der gemacht hat. Aber es ist halt so eine Art DayZ, es ist halt online und man kann halt auch genauso gut auf andere Leute treffen. Und man weiß halt nicht, sind die gerade gut gesonnen oder böse? Genau, halt wie bei DayZ. Genau, und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Wo? Ja, die Lichter sind schon echt So, geil hier, gewesen. alles voller Leichensäcke. Was auch noch nicht so bekannt ist, glaube ich, dass ob durch das Virus vielleicht auch so eine Art Zombies Das hat sind man noch oder nicht so. gesehen, nee. Sieht man nicht oder kommt vielleicht auch gar nicht. Vielleicht rafft es die einfach nur So, jetzt dahin, die kommen sie mal Menschen. hoch an. Und jetzt sehen wir gerade hier diese ganze Welt eigentlich. Zumindest ein Teil davon. Das sieht richtig geil aus. Und hier haben wir auch schon die ersten Leute. Und es sieht alles wirklich sehr, sehr geil aus. Finde ich. Also. Es kommt ja von Ubisoft. Ich hoffe, dass sie das diesmal nicht so verkacken wie bei den anderen Spielen, sage ich jetzt mal so Watch Dogs, Assassin's Creed. Ja, vom Watch Dogs hätte ich halt auch mehr erwartet, also. Ja, war halt der Hype. Ja. So, jetzt haben sie hier noch ein paar Leute getroffen und umzingelt. Und die wollen sie jetzt wegknacken. Man sieht, der Kunde hat hier vorne eine Falle hingelegt. Und der Kunde rennt halt hin und kriegt halt einen Elektroschock. Alter. So, das sieht man auch schon, die Leute waren sehr, sehr schlecht ausgerüstet. Hier, der hatte bloß eine Axt. Und hier Das ist auch, wie schon das so alles geil, kaputt wie geht. das Und hier, wie Glas die dort Kugeln sich dort, hier, wie bewegt. die Kugeln dort ein. Ja. Okay. Zack. Das hat dann geblendet. Jetzt, genau, mit der Drohne blendet er ihn jetzt und kann ihn Abknacken. beseitigen. Sehr gut gemacht. Oh. Ja. Ja, das meine ich mit die Genau, Farbdosen. ist voll geil. Man merkt so, mit stumpfen Ballern kommt man ja eigentlich gar nicht weiter. Man muss die Leute ein bisschen ablenken, ein bisschen. Ja. Man muss halt eine Taktik haben. Genau. So, hier. So einen schönen Flammenwerfer drauf gebaut und der rüstet jetzt das Auto. Sieht natürlich richtig geil aus. Ja. Und er schießt voll daneben.
So, hier ist schon ein bisschen ein dickerer Gegner. Der hat eine MG. Sieht geil aus. Oh, der hält ein bisschen sehr viel aus. Und man kriegt halt auch besonders viel XP für den. Aber ich finde halt, das wird sehr, sehr schwer werden. Das, also, ich meine, das ist wie... Gut, wir haben nie DayZ gespielt. Ich habe mir sehr viele Folgen angeguckt. Aber man weiß, wie das ist mit den Looten und Leveln. Das ist... Ach, guck mal hier, der hat eine Pistole und ich habe bloß eine Axt. Da warte ich, gehe hinten ran und töte den. Und das wird halt richtig cool werden. Ja. Ich freue mich auch schon sehr drauf. Auch grafikmäßig. Also, was ihr denn da erwartet. Ja. Bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass dieser Hype... positiv ausfällt und nicht wieder wie bei anderen Spielen dann total in die Hose geht. Ja, ich finde auch, wenn man solche Spiele macht und ja, Leute warten ja immer so viel, dass man halt auch wirklich mal sagt, Mensch, hier, wir brauchen mal noch ein halbes Jahr oder so und dann wird es werden, wie wir denken. Ich meine, die sind halt immer die gehen halt immer nach ihren scheiß festen Termin, aber manche Spieleentwickler sagen, okay, du musst das bis dahin da rausbringen und das ist aber scheiße. Weil wenn dann etwas noch nicht ausgereift ist oder nicht so gefällt, dann muss man es doch noch ein bisschen weiterentwickeln. Dann muss man halt sagen, okay, wir verschieben das halt noch ein bisschen. Da gibt es halt wieder die großen Bosse, die halt sagen jetzt hier, nee, wir wollen es halt. Ja, weil die... Ja, die lieben halt die Spiele nicht so, weil da geht es bloß um Cash. Genau, und das ist scheiße. Ja, Steam. Das ist mal dann voll traurig. Ja. Aber wir freuen uns sehr drauf. Ja, ich werde es mir kaufen. Ich definitiv auch. Also werden wir das bestimmt nicht zusammen zocken. Ein Scherz. Und ich hoffe, den einen oder anderen sieht man da dort mal, ne? Den einen oder anderen sieht man dort mal, ja. na gut. Das war The Division. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Vielleicht habt ihr noch eine andere, vielleicht habt ihr auch andere Spiele, auf die ihr euch schon freut, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde uns auch interessieren. Und wenn euch das, was haben wir vielleicht noch nicht gesehen? Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch mal gerne einen Daumen nach oben geben oder favorisieren. Und wenn nicht, wenn ihr euch hier nichts verpassen wollt, dann könnt ihr ja mal gerne uns abonnieren. Wir sagen damit jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Tschüss.